4-1, der Sieg gegen Lausanne Sport und bei mir jetzt ein Doppeltorschütz, der Christian Fasnacht. Fasi, eine Riesenpartie. Wunderbares Unternami. Ja, das kann man glaube gut so zusammenfassen. Vor allem die erste Halbzeit hat mir persönlich auch auf dem Spielfeld extrem viel Spass gemacht. Also logisch auch die zweite, aber die zweite ist dann nicht ganz so gut gewesen. Aber schlussendlich gewinnen wir und das ist das Wichtigste. Ja, auch zwei Öfen gemacht und einer fast schöner als der andere. Vor allem der erste, fantastisch, die Vorarbeit von Miralem Soleimani. Hast du schon gewusst, den muss ich machen nach dieser Vorarbeit? Ja, es wäre fast ein bisschen schade für seinen Laufweg und dann seinen Hackentrick kann ich den nicht machen. Ich bin froh, dass er rein ist, aber es war wirklich, ich glaube auch für die Zuschauer schön gewesen, wie wir dann die erste Halbzeit gespielt haben, kombiniert haben. Es hat wirklich Spass gemacht. Ja, es war eine schwierige Situation gewesen, oder unter der Woche der Andi Reis verstorben mit einem speziellen Liebe. Merci Andi. Wie war es für euch als Mannschaft? Ja, es war sicher auch ein Schockmoment gewesen, aber es hat uns sicher positiv gepusht. Also wir haben gewusst, wir wollen ihm bzw. seiner Familie etwas retour geben, im ganzen Umfeld. Wir sind jetzt so nah dran. Ja, jetzt haben wir unter der Woche Punkte abgegeben. Jetzt haben wir wieder gezeigt, dass wir da sind und halt, ja, wirklich gerade in dem Moment die drei Punkte ihm widmen. Und das haben wir, glaube ich, heute gut so umgesetzt. Du hast vorhin gesagt, die erste Halbzeit fantastisch, 3-0 zur Pause. Wie schwierig ist es dann, dass man dann die zweite Halbzeit auch noch voll konzentriert spielt? Ja, es ist schon, ich glaube, man sieht schon ein bisschen schwierig, weil Lausanne hat die erste Halbzeit nicht wirklich viel gemacht. Wir haben den Ball einfach laufen lassen. Das ist schon schwierig, nach der Pause wieder rauszukommen und den Fokus zu finden. Logisch sollte man als Profisportler eigentlich da nicht irgendwie, ja, Larifari mit damit umgehen. Aber ja, es gibt dann einen Moment, wo es dann nicht so gut läuft. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem souverän abgespielt. Dann verdient noch das Goal geschossen. Die Stimmung fantastisch, liegt auch am Resultat von Basel. Du hast es mitbekommen, 2-2 in Sion. Wir können nächstes Samstag Meister werden, wenn wir gewinnen. Ja, es ist unglaublich, als vorher draußen schon gesagt. Ich weiß gar nicht recht, wie ordnen. Wir haben das vor dem Spiel ein bisschen besprochen, dass wir sicher auch gewinnen können. Und dann schauen wir mal, was Basel macht. Und dass jetzt wirklich so eingetroffen ist, ist unglaublich. Jetzt können wir über eine Woche die Emotionen alles aufbauen. Und ja, ich darf gar nicht daran denken, als nächste Woche. Ja, wir machen es fertig. Oder nächste Woche packen wir. Das sind alle so parat. Jetzt einfach drei Punkte. Ja, also wir geben sicher alles. Sport muss zuerst immer gespielt werden, aber nein, wir sind zuversichtlich. Wir sind daheim, wir sind bis jetzt immer noch ungeschlagen und nein, das kommt schon gut. Ich glaube auch. Merci vielmals, Fasi. Super Leistung gewesen.